Ey Leute, was geht? Nero Frace am Start und wir sind das letzte Mal hier bei Kazumi stehen geblieben. So. Jetzt probieren wir es. Nochmal. So. Ich hoffe, diesmal klappt das. Wieso Lady saugen? Wieso? Okay. So, gib ihr Eis auf die Nuss. Genau. Boah, das war knapp, Leute. Ja, was soll ich machen? Ich hab doch geblockt! Ich hab doch geblockt! Ja, was soll ich denn machen? Mir bleibt nichts anderes übrig, außer zu sterben. Mensch, da denkt man so, man hat's gepackt. In der Hoffnung, ja. So, das ist nochmal ein guter Anfang. Ich bin schon tot, ich bleib liegen, lass mich in Ruhe. Jo, warum kannst du einen Tiger beschwören? Wer bist du, Alter? Bist du der Zoowärter oder was? So. Oh, war ich doch. Nein. Nein. Nein, das war so knapp. Das war so knapp. Oh. Wir hätten es doch fast geschafft. Diese Kazumi regt mich auf. Und ich vergesse mal hier. So. So, Moment hier. Erstmal gucken wir uns mal kurz an, was es hier so gibt. Erstmal so eine High-End-Kombo raussuchen. Dieses ganze Sample. Oh. Das sieht schwer aus. Aber Samples. Nein. Ja gut. Shadows Tap. Irgendeine Combo, eine kleine kurze, aber schmerzvolle Combo. Treasure Point. So, keine Ahnung. Das ist kein Schicksal, lass mich in Ruhe. Jetzt, der Tiger ist nicht mal im Ring. Mensch, bring ich mich auf hier, ja. Nein, oh, war ich noch seitlich aus, Hayashi. Wir sind auch so ein gutes Team gewesen bis jetzt. Tja. Das war wohl mal. Und schon wieder haben wir verloren. Ich sollte da unten links so einen Counter anzeigen, wie oft ich schon gestorben bin. So. Ja, ruf doch nicht irgendeinen Tiger herbei. Mensch. Bleib da liegen.
Wer nicht will, wer nicht hören will, der muss fühlen. So. Wenn es nicht auf die normale Art geht, dann müssen wir es so machen. Nein, ich bin doch. Ey. Mensch. Oh. Leck. Jawohl, gib ihr. Es ging nicht anders. Selber schuld. Miese, Alter. Was zum Fick? Mensch, Kazumi, der Zweck des Kampfes. But why did you drop Kazuya off a cliff? He was just an innocent boy. Kazumi no chi o ukesugu nara ningen de nai to kangaete. Otose wa shinu de aro o gake ni otoshi. 生きて戻れば人間でないということになる。そして奴は、案の定それでは死ななんだ。今思えば、わしはあの時和也を殺しておくべきじゃった。もうわしに残された道は一つ。全ての真実を語り、世に是非を問うことだけ。 How do you know about that? Akame! Let me go! Just let me know one thing! What does this war mean to you? When I came to, I was on a wharf with Lars. I had no idea where I was or what he was doing there. Lars said he'd received a message from the Zaibatsu telling him to come here. He bundled me into his car and then took me back to Violet Systems. As we drove back, Heihachi's words ran through my mind over and over. Why did he let me interview him like that? Why did he leave everything to me?
And what was that mournful look in his eyes? Question upon question whirled through my mind, but not a single answer. Mal schauen, gegen wen wir kämpfen werden. Wahrscheinlich gegen Kazuya. Weil er, die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater, Hayashi, das ist irgendwie der Kernpunkt dieser Story. Und, Alter, diese Kazuma, Alter. Eventually, his spy satellite spotted him and transmitted a picture to us. I stood there in shock. The man I'd spoken to was somewhere unbelievable. Und los geht's. Wir kämpfen hier gegen Kazuya, unseren Sohn. Und zwischendurch kriegen wir Ausschnitte aus den alten Tekken-Teilen. So, steh doch auf, Kazuya. So, die erste Runde gehört uns. Heftig. Diese Grafik, Leute, zieht's euch rein. Kopfnuss von Hayashi. Leute, sein Markenzeichen. Ich meine, guckt euch diese Stirn an. Glänzend. Da kommt's aus Kazuya raus. Sein drittes Auge. Oh, komm schon. Bist wie deine Mutter, Alter. Immer mit den Laseraugen. Warum? Wie wär's mal, wenn du nichts zerstörst? Ja, du bist ein Zweig. Hast du gehört? Oh, komm schon. Ey, jetzt aber. So. Da gehört die zweite Runde ihm. Heißt das jetzt, wir müssen alles nochmal machen, oder? Versuchen es mal, ne? Oh, komm schon. Ich habe dich erschaffen und ich kann dich auch vernichten. Kazuya, du hast keine Chance. Was? Ich will auch diese Laseraugen. Oh.
Nein, lass uns in Ruhe. Puh. Boah, komm schon! Wären wir doch nur ein bisschen schneller gewesen. Wir versuchen es erneut. Ich hab ja nicht mal was gedrückt. Komm, steh auf, ja. In dein Gesicht. Aber ich mag Kazuya persönlich, ich finde den überkrass in Tekken 4. Die Anfangsszene, ja, der Film also. Du hast keine Chance, Sohn. Komm. Jawohl. Was? Was? Natürlich nicht. Jawohl. Was? Jetzt kann er auch aus seinem Bauch rausschießen. Komm schon. Hey. Was? Also, Kazuya sieht trotzdem grässlich aus, finde ich. Die Beerdigung. Komm schon, er hat kein Lebensbalken mehr. Wir auch nicht. Ja, klar. Er kann auch sogar aus seinen Flügeln kann der auch Blitze rausschießen. Oh. Laseraugen. Auf den Flügeln. Ironie. So. Ich wollte sagen, wir verlieren. Ich wollte sagen, wir verlieren relativ wenig Leben, aber Kazuya setzt uns heftig zu. Bleib mal auf dem Boden der Tatsachen jetzt. Ducken, ducken, ducken. Jetzt haben wir ihn, jawohl. Und nochmal. Und nochmal. Und komm schon. Wo ist er hin?
Das ist doch nicht sein Ernst. Steht er jetzt You Lose? Aha, so ist das. Und wir verlieren. Leute, wenn das Endkampf ist, ist das heftig. Ja, ich bin extra zur Seite raus. Ey, warum hab ich kein Rage? Haben wir die Stabo, wo wir dich haben wollten. Oh, komm schon, das ist doch schon ernst. Schon wieder, Leute. Seht, zieht's euch rein. Also echt. Ich meine, ich gebe mir echt Mühe. Aber ich finde das heftig geil gemacht, auf jeden Fall mit diesen Zeitlupen, wo man sich gerade so, eigentlich meistens ist das so in den letzten Schlägen so, online und so, ja. Kann das schon mal vorkommen. Puh, ey. Ja, Kazuya, Alter. Guck, wir treffen ihn zuerst, aber juckt ihn nicht. Also, das war nice. Hat sehr geil ausgesehen. Wie gerade dermaßen zerstört wurden. Warum bist du so, Sohn? Ich meine, ich kann ja nichts dafür, dass deine Mom so durchdreht, ja, und uns killen will. Also. Was soll ich denn machen? Ich musste sie töten. Nee. Oh, komm schon. Ja, hat der was los mit dem? Der kommt schon selbst in der Luft. Ja, ich weiß nicht, wie ich seine Panzerung kaputt kriegen soll, Leute. Wir haben keine Laser, die wir von der Ferne abfeuern können. Nochmal das Ganze. Also diesmal war es am knappesten. Am engsten. Sagen wir so. Treff ihn. Hör auf mit dem. Ganzen, das stört mich. Nein. Da hat er wieder seine Panzerung an. Mensch. Ich bin doch schon. Oh, ich lag doch schon auf dem Boden. Ey, ich habe keine Lösung dafür, ne? Keine Ahnung. Warum der so...
Komm schon. Komm schon. Nein. Ey, ich hab mich geduckt in der Hoffnung, ey, der tritt mich eh nicht. Aber das gibt uns ein bisschen Zeit, um darüber zu reden, Leute. Ich hoffe, wer weiß, vielleicht kommt uns Jin zu Hilfe. Also. Ja. Komm, er hat wieder seine Panzerung. Ja. Oh, komm. Nein, das war so knapp. Das war so... Okay, also das war jetzt nicht knapp im Sinne von... Er hat wenig Leben knapp, sondern... Ich meine, guckt euch das an. Zieht es euch rein. Jawohl. Ey, der... Aber Jinpachi war genauso eine Missgeburt, sag ich mal. Also ich gebe mir echt Mühe, Mann. Und jetzt macht er seinen super Durchbohrungsangriff. Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Leute, was ist hier los? Was ist hier los? Wie soll man das hier schaffen? Also hätte ich einen anderen Charakter vielleicht dann. Aber so. Ich meine, ich kann ja auch nicht irgendetwas spammen. Ey, ich schlag den weg und er bleibt auf einmal in der Luft stehen und gibt mir so ein Laserauge. Batista Bomb. Hat er wieder seine Panzerung und hat uns noch mal besiegt. Krasse, krasse Fete hier. Komm, warum regeneriert er alle Leben? Ich will auch Leben regenerieren. Oh, jetzt ernsthaft? Warum kannst du das nicht machen, bevor ich zuschlage, damit ich weiß, ey, blocken. Ey, da haben wir gar keine Chance, Alter. Leute. Da hat man einfach keine Chance. So, keine Ahnung. Egal, was für eine Kombo man reißt, glaube ich. Ich meine, das Spiel will, dass wir hier echt hart abkacken. Oh.
So, ich block jetzt nur noch. Okay, außer das. Nein! Komm schon! Boah, Leute. Ich hab's... Diesmal war es aber echt knapp, Leute. Diesmal war es sehr knapp. Oh, ich weiß nicht, was ich tun soll. Soll ich alles rausschneiden? Oder wollt ihr das miterleben? Keine Ahnung. Ich glaube, ich lasse es drin. Je nachdem. Ne, ich glaube, ich lasse es drin. Ich meine... Ihr sollt nicht denken, ey, so easy Endgegner. Komm schon. Jawoll. Nein. So, jetzt gib ihm. Oh ja, ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Ich glaube, wir haben es geschafft. Kopfnuss, komm. Jetzt, komm. Jawoll. Endlich. Thank you.
戦いとは最後にどちらが立っているか、それだけだ。 Epilog, Offenbarung. Truth be told, I'm lucky to still be alive. No normal person could understand the reality of everything I've seen. The truth of it all. Our world was dragged into a war between humans and devils. I'm just one person, but it is my job as a reporter to get the truth out, which is exactly why I'm writing this piece now. One day, the fighting will end. I just hope that when it does, the world will be at peace. So Leute, das war die Story von Tekken 7. Ein bisschen zu kurz, wenn ihr mich fragt. Aber es geht ja eher hauptsächlich um den Multiplayer bei Kampfspielen mittlerweile. Und es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ordentlich auf die Fresse bekommen, kann man sagen schon. Ja, auf jeden Fall definitiv auf die Fresse bekommen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht zuzusehen. Wie gesagt, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, einfach in die Kommentare. Ich lasse jetzt meine ganzen Niederlagen drin. So, was soll ich hier rausschneiden? Ich meine, ihr wollt ja alles sehen. Und dann lasse ich die mal drin. Das wäre ja wie, wenn man bei Dark Souls alle Tode rausschneidet. Das wäre ja langweilig. Und es hat echt heftig Spaß gemacht, muss ich sagen. Die ganze Story mal zu erleben, so warum die sich battlen so richtig. Und was mit der Mom von Kazuya war. Und ich muss sagen, die Mom ist voll die Slut, Alter. Die hat mich richtig zur Palme getrieben. Aber auch Devil Kazuya hat meine Nerven ziemlich strapaziert. Das Problem ist, wir wissen jetzt nichts von Jin und was der jetzt so treibt. Aber wer weiß, vielleicht kommt auch noch ein Teil, obwohl es ja sowieso das Ende der Story sein soll. Wer weiß, man kann es nie wissen, denn Tekken 7 ist eine große Marke und die wissen mittlerweile, wie jeder Geld scheppeln. Deswegen denke ich, dass da noch was kommen könnte. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen, Leute. Ich bin NeroFrace. Unten links könnt ihr mich abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und schaut euch auch meine anderen Videos auf meinem Kanal an. Vielen Dank fürs Zusehen und macht's gut. やはり G社は戦争を止める気はないようだ。はい、各地で侵攻を開始しています。このままでは。これが 平八亡き後の世界だ。そもそも世界にこの戦乱を引き起こしたのが貴様であるならば、これを収めるのもまた貴様の宿命。あとお前しかいないんだ。ああ、俺がやらねばデビルの力を持つ者として。カズヤ、 Anfangs lieben Kinder ihre Eltern. Wenn sie älter werden, halten sie Gericht über sie. Selten, wenn überhaupt, verzeihen sie. Oscar Wilde. So. Gut. Okay. Spezialkämpfe. Einfach her damit. 3 Millionen. Story-Modus im höchsten Schwierigkeitsgrad. Neues Kapitel. Ah, Spezialkampf ist hier unten. Das mache ich aber ein anderes Mal, Leute. Hier sind die ganzen Stories von den einzelnen Charakteren, die wir haben. Und wir werden mal sehen, mit wem wir anfangen. Das schneide ich jetzt einfach dazu, weil das kam am Ende noch und dann konnte ich rechtzeitig noch auf Aufnahme drücken. Wie gesagt, Leute, vielen Dank fürs Zusehen und macht's gut. Euer NeroFrace.